Mini-Abenteuer. Weihnachten. Aus dem Buch Der kleine Drache Kokosnuss feiert Weihnachten. Es ist Winter und Kokosnuss und Mathilda spielen im Schnee, als sie zum ersten Mal von Weihnachten und dem Weihnachtsmann hören. Doch als ihr Freund Jemine mit leuchtenden Augen von Heiligabend erzählt, ist klar, dieses Fest wollen sie auch feiern. Sofort brechen Kokosnuss und Mathilda zum Weihnachtsmann auf, um ihn zu überreden, an Weihnachten auch die Dracheninsel zu besuchen. Ob das wohl klappt und der Weihnachtsmann tatsächlich vorbeikommt und Geschenke mitbringt? Weihnachten. Heute ist Heiligabend. Besser gesagt, heute Abend ist Heiligabend, denn das Weihnachtsfest beginnt erst, wenn der Abend kommt. Den ganzen Tag über herrscht reges Treiben in der Drachenbucht. Oma Aurelia und Oma Oleminna backen mit den Drachenkindern Kekse und Kuchen, bis es überall nach Zucker, Kokos und Zimtorangen duftet. Kokosnuss und Mathilda bereiten einen großen Geschenkkorb für den Weihnachtsmann vor. Er freut sich bestimmt über Geschenke. Schließlich macht er einen weiten Weg, um uns zu besuchen, sagt Kokosnuss. Am Nachmittag versammeln sich die Drachen auf dem Festplatz zur Generalprobe des Krippenspiels. Was ist denn eine Generalprobe? Fragt Mathilda. Das ist die letzte Probe vor der Aufführung. Bei einer Generalprobe muss alles klappen, erklärt Proselinde. Proselinde ist die Spielleiterin und die muss es wissen. Die Generalprobe ist ein richtiger Erfolg. Sogar die Fressdrachen machen ihre Sache gut. Der eine spielt einen der heiligen drei Könige. Er hält ein königliches Zepter in der Hand. Der andere spielt ein Schaf. Dafür hat Proselinde extra ein Schafkostüm genäht. Denn bei einem Krippenspiel dürfen der Hirte und die Schafe nicht fehlen. Als es dunkel wird, schauen immer mehr Drachen zum Himmel hinauf. Denn von dort soll der Weihnachtsmann kommen. Die Sterne funkeln heute besonders schön. Und ein Stern bewegt sich sogar. Ist das der Weihnachtsstern? Fragt Mathilda. Ich weiß nicht, sagt Kokosnuss. Sieht eher aus wie eine fliegende Laterne. Der fliegende Stern kommt immer näher. Aber eine Laterne ist es nicht. Das ist er, ruft Kokosnuss. Und wirklich, es ist der Weihnachtsmann auf seinem fliegenden Schlitten, gezogen von zwei Rentieren. Achtung, Platz da, wir landen, ruft der Weihnachtsmann. Uff, pardauz, landen Rentiere und Schlitten polternd auf dem Festplatz. Dann ist es plötzlich ganz still. Die Drachen blicken staunend auf den Weihnachtsmann und auf den Rentierschlitten. So etwas haben sie ja noch nie gesehen. Nun, herzlich willkommen, lieber Herr Weihnachtsmann, sagt Kokosnuss. Ja, herzlich willkommen, rufen auch die anderen Drachen. Der Weihnachtsmann sitzt noch immer auf seinem Schlitten und hält die Rentierzügel fest in den Händen. Ehrfürchtig sieht er zu den riesigen Drachen empor. Er hat ja noch nie echte Drachen gesehen. Und ein wenig mulmig ist ihm dabei schon. Tja, stottert er, wie schön ihr alles geschmückt habt. Nun, ich habe euch einen Christbaum mitgebracht und jeder Drache bekommt ein Geschenk von seinem Wunschzettel. Da springen die Jeminis vom Schlitten und verteilen lauter bunt eingepackte Geschenke. Auch das Jemine Nummer 24 ist dabei. Fröhlich zwinkert es Kokosnuss und Mathilda zu. Kokosnuss packt freudig sein Geschenk aus. Eine Taschenlampe. Wow, danke, Herr Weihnachtsmann. Ein Märchenbuch, strahlt Mathilda. Das kleine Stachelschwein liebt Märchen über alles. Nun, also dann, sagt der Weihnachtsmann, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und jetzt muss ich leider auch schon wieder los. Wisst ihr, denn ich habe heute Nacht noch viel zu tun. Aber Herr Weihnachtsmann, wir haben extra ein Lied auswendig gelernt, ruft Kokosnuss. Und ein Krippenspiel eingeübt, sagt Proselinde. Und ein Geschenk haben wir auch für dich, sagt Kokosnuss. Ein Geschenk? Fragt der Weihnachtsmann verblüfft. So etwas, das ist ihm ja noch nie passiert.
Was ist es denn? Fragt er neugierig. Kokosnuss und Mathilda schleppen einen großen Geschenkkorb herbei. Alles Spezialitäten von der Dracheninsel, erklärt Opa Jörgen. Kokosmilch, getrocknete Kokosraspel, gesalzene Korallencracker, Dschungelsalat, eingelegte Honiggurken, Kokoskuchen und eine Flasche Kokoslikör. Kokoslikör? Wiederholt der Weihnachtsmann, nimmt die Flasche und genehmigt sich ein Schlückchen. Oho, wie köstlich, ruft er freudig. So etwas Feines haben wir oben in den Nordwäldern nicht. So kommt es, dass der Weihnachtsmann doch noch am Weihnachtsfest der Drachen teilnimmt. Begeistert schaut er sich das Krippenspiel an. Drachen, die ein Krippenspiel aufführen, hat es so etwas schon gegeben? Danach gibt es für jeden reichlich Weihnachtssuppe und für die Jeminis leckere Inselkartoffeln. Nach dem Essen singt die Drachengesangsgruppe das Drachenweihnachtslied. Süß ich ziehe der Duft von Kokoskeks durch die Luft. Hol ich und sage dazu, Weihnacht ist bald Juhu. Die Insel liegt voller Schnee, drinnen gibt's Kokossee. Wir Drachen, wir stimmen mit ein, bald kommt das Jesulein. Heiligabend erwacht, der Himmel in Sternenpracht. Die Insel ist festlich geschmückt, der Weihnachtsmann, der ist entzückt. Danach gibt es frischen Kuchen und heiße Kokosmilch. So, jetzt muss ich aber wieder aufbrechen, sagt der Weihnachtsmann. Es warten noch eine ganze Menge Kinder auf mich. Doch bevor der Weihnachtsmann sich auf den Weg macht, dürfen Kokosnuss und Mathilda eine Runde auf dem Rentierschlitten mitfliegen. Dann heißt es Abschied nehmen. Die Drachen schauen dem Schlitten nach, bis er aussieht wie ein kleiner leuchtender Stern. Auf der Dracheninsel aber wird noch bis tief in die Nacht hinein Weihnachten gefeiert. So lange, bis der große Suppenkessel leer gelöffelt und das letzte Kuchenstück aufgegessen ist. Und die Fressdrachen? Die halten sich an ihr Versprechen. Am heiligen Abend wird niemand gefressen.